Wulf von Liel. Episode 36. Ein Buch. Liebe Freunde der gepflegten Rollenspiele, ich begrüße euch zu einer weiteren, aber etwas anderen Folge Wulf von Liel. Wir sind hier in Gasthaus Schlafender Riese. Und wir haben uns hier jetzt so ein bisschen es uns gemütlich gemacht. Und warum? Weil wir ein Buch lesen wollen. Und zwar, wie in der letzten Folge angekündigt, wollen wir das Buch Herzfeuer, Band 9, wollen wir lesen. Ein, soweit ich weiß, historisches Buch. Also es erzählt die Ereignisse, die wirklichen Ereignisse nach. Ob es akkurat ist, ob es uns da nicht irgendwelche Lügen auftischt, das weiß ich jetzt nicht, aber das wollen wir doch mal nicht denken. Aber ja, dieses Buch werden wir jetzt lesen. Es ist ein wenig umfangreicher als die anderen Bücher, deswegen werden wir auch nur einen ersten Teil davon lesen und dann werden wir das irgendwann nochmal fortsetzen. Aber es ist schon umfangreicher. Die ersten Tage sind nicht so umfangreich, aber dann werden die Geschichten schon länger. Deswegen werden wir jetzt auch erstmal nur ein, nee, zwei Geschichten lesen. Dann sollte das gut laufen. So. Herzfeuer. 2920. Band 9. Das letzte Jahr des ersten Zeitalters. Von Kalovac Townway. Zweiter Herzfeuer. 2920. Gideon. Schwarzmarsch. Die Kaiserin Tavia lag ausgestreckt auf ihrem Bett. Den heißen Spätsommerwind, der die Fensterläden in ihrer Zelle immer wieder gegen die Eisenstäbe schlagen ließ, konnte sie nicht spüren. Ihre Kehle fühlte sich wie Feuer an, und dennoch schluchzte sie unkontrollierbar und wrang ihren letzten Gobelin in den Händen. Ihr Klagen hallte durch die hohlen Hallen des Schlosses Giovese und ließ die Dienstmägde beim Waschen und die Wachen in ihren Unterhaltungen innehalten. Eine ihrer Zofen kam die enge Treppe hinauf, um nach ihrer Herrin zu sehen, aber ihr Gardeführer Zug stand am Eingang und schüttelte den Kopf. Sie hat gerade erfahren, dass ihr Sohn tot ist, sagte er leise. Fünfter Herzfeuer. Die Kaiserstadt, Cyrodiil. Eure kaiserliche Hoheit, sagte der Potentat Versudi. Das ist ein bescheuerter Name. Versiduescheie. Durch die Tür. Ihr könnt die Tür ruhig öffnen. Ich versichere euch, dass ihr vollkommen sicher seid. Niemand will euch umbringen. Maras Blut, kam die Stimme des Kaisers Rehman dem Dritten, gedämpft, hysterisch und von Wahnsinn gefärbt. Jemand hat den Prinzen ermordet und er trug meinen Schild. Sie könnten gedacht haben, dass ich es bin. Ihr habt vollkommen recht, Eure kaiserliche Hoheit, antwortete der Potentat, jeglichen spöttischen Unterton aus seiner Stimme tilgend, während er verächtlich die schwarzen Schlitzaugen verdrehte. Und wir müssen die Übeltäter, die für den Tod eures Sohnes verantwortlich sind, finden und bestrafen. Aber wir können es nicht ohne euch tun. Ihr müsst für euer Kaiserreich tapfer sein. Keine Antwort. Ihr müsst zumindest herauskommen und die Anweisung für Gräfin Ridgers Hinrichtung unterzeichnen, rief der Potentat. Lasst uns den einen Verräter und Mörder, von dem wir wissen, beseitigen. Eine kurze Pause und dann das Geräusch von über den Boden geschobenen Möbeln. Rehman öffnete die Tür, nur ein Spalt. Aber der Potentat konnte sein wütendes, ängstliches Gesicht und den schrecklichen Wulst zerfleischten Gewebes
der einst sein rechtes Auge war, sehen. Trotz der besten Heiler im Kaiserreich war es dennoch ein grauenvolles Andenken an Gräfin Richards Werk in der Turso-Festung. Gebt mir die Anweisung, knurrte der Kaiser. Ich werde sie mit Vergnügen unterschreiben. Oh. Lesen wir diesen Part auch noch? Ich denke, das kriegen wir hin. Ich denke, das kriegen wir hin, Leute. Sechster Herzfeuer. Gideon. Cyrodiil. Das seltsame blaue Leuchten des Irrlichts, das, wie ihr gesagt wurde, eine Kombination aus Sumpfgasen und spiritueller Energie war, hatte sie bei jedem Blick aus ihrem Fenster geängstigt. Nun erschien es merkwürdig beruhigend. Jenseits des Moores lag die Stadt Gideon. Es war seltsam, dachte sie, dass sie niemals einen Fuß auf ihre Straßen gesetzt hatte, obwohl sie die Stadt jeden Tag seit 16 Jahren beobachtet hatte. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich etwas vergessen habe? Fragte sie und drehte sich herum, um den treu ergebenen Kotringi-Zug anzusehen. Ich weiß genau, was zu tun ist, sagte er nur. Er schien zu lächeln, aber die Kaiserin erkannte, dass es nur ihr eigenes Gesicht war, das sich in seiner silbrigen Haut widerspiegelte. Sie lächelte und hatte es nicht einmal gemerkt. Stellt sicher, dass ihr nicht verfolgt werdet, warnte sie. Ich möchte nicht, dass mein Gatte weiß, wo mein Gold all diese Jahre versteckt war, und nehmt euch euren Anteil davon. Ihr seid mir ein guter Freund gewesen. Die Kaiserin trat einen Schritt vor und entschwand aus seiner Sicht in den Dunst. Zug setzte die Stäbe wieder in das Turmfenster ein und warf eine Decke über einige Kissen auf ihrem Bett. Mit ein wenig Glück würden sie ihren Körper nicht vor dem Morgen auf dem Rasen entdecken. Er hoffte, zu dieser Zeit bereits die Hälfte des Weges nach Morrowind zurückgelegt zu haben. Und ich denke mal, das hier lesen wir dann an einem anderen Tag. Wir merken uns das. Neunter Herzfeuer. Da sind wir stehen geblieben. So machen wir das. Was haben wir denn sonst noch in unserem Inventar? Lasst uns doch mal sehen. Haben wir noch irgendwas? Wolfspelze. Liebe Freunde, das machen wir noch einmal. Die Wolfspelze verkaufen wir. Wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 9.39 Uhr morgens. Ach, das geht ja. So. Es regnet. Aber so lange halten wir uns hier draußen nicht auf. Wir gehen jetzt in den Flusswaldhandelskontor zu Lucan Valerius und verkaufen dort einmal die Wolfspelze. Viel Geld wird es uns nicht einbringen, aber naja, 2 Septime. So. Lucan. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald-Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Wir würden ganz gerne handeln. Werft einen Blick darauf. Wo haben wir die denn? So. Wolfspelze. Nummer 1 und Nummer 2. Und jetzt haben wir 351 Septime. Schön, schön. Haben wir sonst noch irgendetwas, das wir verkaufen könnten? Ich glaube nicht. Nee. Nee. Okay. Dann, ist es auch nicht mehr so wichtig. Ich würde mal sagen, wir machen hier eine Pause. Lucan?
Wir haben keine silbernen Gürtelschnallen, nicht wahr? Ein Kunde hat danach gefragt. Leider nicht. Nun, ich dachte, vielleicht sollten wir... Wir könnten alle möglichen besonderen Artikel anbieten. Ihr wisst schon, für einige unserer eher wählerischeren Kunden. Das steht auf meiner Liste wirklich nicht ganz oben, nein. Bitte, Camilla, ihr müsst euch konzentrieren. Ja, ja. Ich habe nur versucht, ein bisschen Leben in die Sache zu bringen. Ach ja, ach ja. Nee, Leute, wir machen hier eine kurze Pause und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder, wenn wir Wulfanil spielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dann.